So, Frau Meinelt, vielen Dank. Wir sind heute bei Ihnen im Büro zu einem Gespräch, Rückschau und Vorausblick aufs neue Jahr. Ja. Sie sind ja seit 2002 erste Bürgermeisterin hier in Moosburg und 2014 waren jetzt eben nochmal Kommunalwahlen. Genau. In der dritten Amtsperiode sind Sie jetzt. Es gab eine Stichwahl gegen den Josef Dollinger von den Freien Wählern. Hat Sie das überrascht? Nein, es waren ja mehr Kandidaten wie vorher und sie haben dann immer mal in einer Amtsperiode auch unangenehme Themen und da überrascht es nicht. Also ich habe schon mit einer Stichwahl gerechnet, die hat mich nicht überrascht. Aber jetzt haben Sie sich als Frau im Rathaus bestimmt schon gut eingelebt, oder? Also man merkt, in Ihrem Büro stehen viele Blumen rum, es gibt so schöne Sprüche. Wie geht es Ihnen denn da so zwischen doch wahrscheinlich mehr Männern? Ach, das geht hervorragend. Wir haben uns aneinander gewöhnt, wir respektieren uns gegenseitig und die Zusammenarbeit wird wirklich immer besser. Und daher kann ich nur sagen, ich fühle mich wieder sehr wohl. Und es ist ja meine letzte Amtsperiode und die werde ich noch mit vollem Elan durchziehen. Kommen wir gleich zum ersten Thema und zwar die Parabolantennen bei Degan Point. Ich denke, die haben Sie schon ein bisschen beschäftigt in dem Jahr. Es wird auch noch weitergehen, denn 8 gibt es bereits und 29 sollen jetzt noch kommen. Das Landratsamt hat es genehmigt, die Stadt ist dagegen. Warum denn? Also es ist natürlich so, dass so Parabolantennen in der Größenordnung, wenn man die anschaut, das ist jetzt nicht gerade der Lichtblick für eine Stadt. Schön, sagen wir mal einfach, ist was anderes. Aber letztlich ist es nach Baurecht zu beurteilen und deswegen kann ich die Entscheidung des Landratsamtes voll und ganz nachvollziehen, dass wir dagegen geklagt haben, weil wir sagen, nach Baunutzungsverordnung fügt sich das Ganze nicht ein. Das war eine Mehrheit im Stadtrat, es haben nicht alle für die Klage gestimmt. Ob es letztendlich zur Klage kommen wird, steht ja noch nicht fest, weil jetzt ein Anwalt beauftragt ist, überhaupt die Erfolgschancen einer solchen Klage anzuschauen, weil selbstverständlich auch das Risiko von Schadenersatzansprüchen im Raum steht. Sie hatten noch mit einem anderen Gerichtsverfahren zu tun, und zwar wegen der Lärmschutzwand an der B11. Da ist ja im Januar 2013 ein Stück abgebrochen. Wie ist denn da der Stand momentan? Es ist ein weiteres Verfahren anhängig, das heißt eine weitere Beweissicherung wurde beantragt und solange die Beweise nicht gesichert sind, können wir natürlich die Wand nicht anlangen. Wir sind ja hier noch in der Gewährleistung drin, das heißt, wir müssen eigentlich jetzt das abwarten, gehen aber davon aus, dass bis Jahresende die Beweissicherung abgeschlossen ist und dann würden wir letztmalig auffordern, die Wand abzubauen, eine neue zu erstellen und gegebenenfalls Ersatzvornahme machen. Das heißt, wir machen es und klagen dann das Geld wieder ein. Haushaltsmäßig haben wir das Geld dann immerhin 1,2 Millionen Euro, für die wir nichts können und die wir jetzt bereitstellen müssen und wo wir dann hoffen, dass wir die auch wiederkriegen. Haushalt wurde auch gerade angesprochen. Sie wollen ja keine neuen Schulden machen, richtig, eher die 900.000 abbauen und 11 Millionen Euro investieren. Wieso geht es Ihrer Gemeinde denn so gut? Wir schauen wirklich immer sehr genau drauf, dass wir nur die notwendigen Ausgaben machen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr strikte Haushaltsführung und Ansätze sollten, wenn möglich, nicht überschritten werden. Wir haben natürlich auch sehr gute Industrieunternehmen. Ohne die Gewerbesteuer geht natürlich gar nichts, aber auch die Einkommensteuerzuweisung, die wir erhalten, von denen können wir sehr gut solche Bereiche tätigen. Wir haben auch Rücklagen geschaffen, die werden wir in diesem Jahr auch wieder gewaltig angreifen. Aber letztendlich ist es schon gut, wenn man einen Haushalt aufstellen kann, der Investitionen berücksichtigt, und da sind ja eben viele drin, wie schon angesprochen, und dennoch keine Neuverschuldung vor sich hat. Ja, definitiv. Es stehen trotzdem Kosten an, zum Beispiel das Aalstadion, das wird ja seit 2008 laufen, da die Bauarbeiten. Wann wird es dann jetzt endgültig fertig sein? Also die Eisarena, die Sparkassenarena ist schon in Betrieb, die Spiele finden statt. Im nächsten Jahr noch die Parkflächen zu machen, im Frühjahr nach der Eissaison logischerweise werden die gemacht. Das heißt, nächstes Jahr ist dann alles fertig. Es gibt noch eine gute Nachricht, und zwar wollen Sie das Internet ausbauen. Wie sieht es da aus? Das schaut gut aus. Wir haben die Aufträge vergeben. Wir haben ja komplett dann die Stadt
mit dem schnellen Internet vorgesehen. Das heißt, dass wir in den nächsten beiden Jahren, weil das kriegen Sie in einem gar nicht hin, in 15 und 16 wollen wir komplett alle Ortsteile auch anschließen und auch eine Nachbesserung im Stadtbereich vor uns haben wir auch vor uns. Bleiben wir mal beim Thema Mobilität. Sie sind da auch, was die S-Bahn-Anbindung und alles anbelangt, gut aufgestellt. Sie sind als einzige Stadt in unserem Sendegebiet an den MVV angeschlossen. Mhm. Und Ende Oktober wurde jetzt auch noch die Neufahrner Kurve eingeweiht. Mhm. Welche Vorteile haben Sie denn davon? Wir haben eigentlich schon sehr große Vorteile. Ich meine, jetzt das, was jetzt noch zusätzlich gemacht wird, ist einfach notwendig, um die Anbindung, eine bessere Anbindung an den Flughafen zu haben. Da hängen wir ja an einem Strang mit Landshut, Moosburg und Freising Flughafen. Und das bedingt schon, wir haben viele Leute bei uns wohnen, die am Flughafen arbeiten. Dort ist Schichtdienst und man darf nicht unterschätzen, dass man hier eine gute öffentliche Anbindung braucht, um wirklich auch zum Klimaschutz was beizutragen, dass nicht jeder einzeln mit dem Auto hinfahren muss. Und hier sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und ich bin der Überzeugung, dass man dann noch mehr Leute von Auto auf die Schiene bringen kann, so denn die Bahn nicht streikt. Jetzt haben wir noch ein anderes großes gesellschaftliches Problem, sage ich mal, vor uns, und zwar die Flüchtlinge. Mhm. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Wie viele sind hier untergebracht und was kommt da noch auf Sie zu? Was noch auf uns zukommt, kann ich nicht sagen. Ich denke, dass wir schon noch einige Flüchtlinge aufnehmen müssen. Wir appellieren auch immer an Leute hier, die Wohnungen haben, die freistehende Wohnungen haben, diese auch für diesen Bereich zur Verfügung zu stellen, ist natürlich sehr schwierig, wenn sie in einem Bereich leben, wo die Wohnungen fast unter der Hand weggehen. Das heißt, sie haben sehr viele Bewerber auf eine Wohnung und der Druck ist ja auch da. Wir haben ja Familien, die Wohnungen suchen und da ist es immer schwierig, Flüchtlinge noch zusätzlich unterzubringen. Aber wir werden uns der Aufgabe ja nicht widersetzen können und wir haben auch die Verpflichtung, hier etwas zu unternehmen. Aber wie gesagt, im Moment weiß ich, glaube ich, dass 29 Flüchtlinge bei uns untergebracht sind in dezentralen Unterkünften, für die ich auch werbe. Deswegen der Appell an die Wohnungen, weil ich der Auffassung bin, wenn sie im Nebenhaus jemanden drin haben, auch wenn es 10 Leute sind, dann integriert man die, weil die in die Straße mit dazugehören. Und im Interesse auch der Flüchtlinge bin ich absoluter Verfechter von diesen dezentralen Unterkünften, weil, wenn man sie verteilt auf ein Stadtgebiet, viel besser aufgenommen werden, viel eher dazugehören. Und das ist ja gerade für die Kinder, die aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen werden, ich glaube, ein nicht zu unterschätzender Aspekt, diese familiäre Auffangen, auch von den Nachbarn. Gibt es noch irgendein Event oder irgendwas, worauf Sie sich im nächsten Jahr freuen? Die Sommernacht in Moosburg ist ein Traum. Ich genieße es, es ist so toll. Es sind ganz viele Menschen unterwegs, es ist ein Flair in der Stadt. Sie haben alle möglichen Bereiche, die Sie anschauen können. Sie haben ganz unterschiedliche Leute da. Es ist eine wirkliche traumhafte Sommernacht. Ich hoffe, dass nächstes Jahr das Wetter wieder so passt und dass wir hier wieder so viele schöne gemeinsame Stunden dann verleben können. Messe Moosburg ist im nächsten Jahr wieder auch, glaube ich, ein Highlight, das die Region betrifft, weil hier kann man sich schon gut informieren, was in der Region alles gemacht werden kann und welche tollen Firmen und Produkte wir haben. Und dann natürlich im nächsten Jahr wird ja immer sehr schön bei Ihnen berichtet über unsere Herbstschau, genau. Hopfengerstenbonitierung. Also die Feste und die Highlights sind auch noch vorhanden. Okay, Frau Meinl, dann vielen Dank für das Gespräch. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Projekten im nächsten Jahr und alles Gute. Dankeschön.